Am Mittwoch geht es für Borussia Dortmund in der Champions League zu Real Madrid zum Titelverteidiger. Die Generalprobe war nicht die schlechteste am vergangenen Wochenende. Ein überzeugender 4:1-Sieg zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Der emotionale Wutausbruch von Thomas Tuchel, vom Trainer, nach dem Spiel bei Eintracht Frankfurt, eben nach der Niederlage, scheint wohl gefruchtet zu haben. Oder vielleicht auch nicht. Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zu Kicker TV, der Talk. Auch schönen guten Abend Ihnen hier im Studio. Hallo. Ja, die Frage, die man sich so stellt, hat der Trainer Thomas Tuchel, nachdem er die Wutrede ausgepackt hat nach der Niederlage in Frankfurt, dementsprechend alles richtig gemacht? War seine öffentliche Kritik an der Mannschaft vielleicht auch nur Berechnung? Und wie häufig funktioniert denn sowas nach einer Niederlage? Wie oft kann sich ein Trainer so etwas leisten, öffentlich Kritik an der Mannschaft zu führen? Darüber sprechen wir heute mit unseren folgenden Gästen. Patrick Ovomoyela, 5 Jahre in Schwarz-Gelb, 2-mal deutscher Meister. Er meint, der BVB vollzieht den größten Umbruch der vergangenen Jahre. Dass da noch nicht alles rund läuft, finde ich nachvollziehbar. Jörg Jakob, Chefredakteur des Kicker. Er sagt, der Umbruch ist in der Tat schon schwierig genug. Umso mehr muss man aber aufpassen, dass man sich in Dortmund das Leben nicht selbst noch schwerer macht. Lothar Sippel, er stand 1993 mit dem BVB im UEFA-Cup-Finale. Heute ist er Trainer und Inhaber einer Fußballschule. Er sagt, so eine Generalkritik in der Öffentlichkeit bewirkt bei Spielern häufig genau das Gegenteil und führt dann noch mehr zur Verunsicherung. In diesem Fall hat Thomas Tuchel alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Hansi Küpper, der Sport1-Kommentator, ist seit Jahrzehnten nah dran am BVB und auch kritischer Beobachter. Er meint, von einem Sieg gegen schwache Gladbacher lasse ich mich nicht blenden. Thomas Tuchel hat mich insbesondere in der Menschenführung noch nicht überzeugt. Und so eine Kritik in der Öffentlichkeit kannst du auch nicht alle 3 Wochen bringen. Schönen guten Abend, Manjan. Hallo. 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 Ich habe gerade gesagt, Borussia Dortmund hat am vergangenen Wochenende 4:1 überzeugend gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Alles wieder gut bei Schwarz-Gelb? Nee, es kann ja nicht alles wieder gut sein, weil der BVB ja in dieser Saison, das ist auch ein bisschen das Wesen dieser Mannschaft, schon einige solche Siege eingefahren hat. Also 6-0, 6-0, großes Tennis gegen Warschau, gegen Darmstadt, 8 Tore gegen Warschau, 5 in Wolfsburg, 5 in Hamburg. Also wenn jetzt irgendjemand glaubt, dass die Mannschaft jetzt über den Berg ist, weil sie mal wieder gezeigt hat, wozu sie in der Lage ist, und sie ist wirklich eine fantastische Mannschaft, die zu vielem in der Lage ist, ich glaube, dann macht man wirklich alles verkehrt, weil zu dieser BVB-Saison gehören halt auch Spiele wie in Leipzig, in Leverkusen, gegen Schalke, wo man nicht getroffen hat und auch relativ hilflos war. Dazu gehört auch so eine erste Halbzeit wie in Ingolstadt, von der Matthias Ginter, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt hat, das war die schlechteste, die Borussia Dortmund in den letzten Jahren gespielt hat. Also die Konstanz ist nicht da. Was die Mannschaft kann, hat sie jetzt am Wochenende mal wieder bewiesen. Aber jetzt wird es eigentlich erst richtig ernst, weil jetzt muss sie es bestätigen. Thomas Tuchel, seine Wutrede nach der Niederlage in Frankfurt, da wurde er auch kritisiert. Es war von fehlender Selbstkritik auch zu lesen. Wurde er zu Recht auch kritisiert? Ja, viele kritisieren ja vor allem, dass er so öffentlich und so forsch auf die Mannschaft eingehauen hat, sage ich jetzt mal. Die Frage ist dann immer nur, wie und wann vor allen Dingen hat das der Mannschaft auch mitgeteilt. Ich finde immer, wenn die Mannschaft das von ihm direkt auch bekommt, dann ist es dann nach vielleicht nur halb so schlimm, als wenn sie es auch aus dieser PK oder aus den Medien eben erfährt, dass da so über die Mannschaft gesprochen wurde. Dementsprechend wissen wir das alle nicht so ganz genau. Vielleicht hat es den Jungs gleich vom Platz runter schon erzählt. Der richtige Weg, es kann manchmal ein Mittel sein, um noch mal irgendwie was aufzurütteln, was zu sensibilisieren. Wenn die Mannschaft es richtig kanalisiert, nämlich enger zusammenrückt, ob sie es dem Trainer nun besonders übel nehmen oder einfach nur sagen, der hat überreagiert. Aber wenn sie dann zusammenrücken und im darauffolgenden Spielen die richtige Reaktion zeigen, dann hilft es manchmal. Aber es sollte definitiv kein Mittel zum Zweck werden und das recht nicht regelmäßig. Ich denke auch, das ist ja das Wichtige halt eben. Ne? Hat das ihm nach dem Warschau-Spiel persönlich mitgeteilt, ja? Hat gemerkt halt eben, die Trainingsleistungen waren nicht so okay. Und er wollte halt eben dann auch ein Zeichen setzen und ist dann ausgerastet, ja, und war damit nicht zufrieden, weil man muss ja mal davon ausgehen, die haben
halt eben gegen Frankfurt ja in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut gespielt. Und dann hat er einen Dreifachwechsel gemacht, ja, der auch einmalig ist in der Bundesliga, der noch nie vorgekommen ist. Der Geschichte ist von Borussia Dortmund, ja. Und dann auf einmal wollte er halt eben ja auch damit ein Zeichen setzen. Ne? Er hat ja Reus gebracht, er hat Rode gebracht, er hat Dembélé gebracht, ja, der überragend gespielt hat auf der Seite. Dann kommen die wieder ins Spiel nach dem 0-1, machen das 1-1. Ja? Und dann kriegen sie im Gegenzug praktisch wieder das 2-1. Und dass man dann ausrastet vielleicht als Trainer, das ist verständlich. Aber das ist das, was Patrick gerade sagt. Wenn er das vorher angesprochen hat, dann kann ich das nachvollziehen. Aber kann denn trotzdem was hängen bleiben eigentlich bei Spielern? Ja, natürlich. Dass ein Trainer das Recht hat, die Mannschaft zu kritisieren, ist unbestritten. Darüber brauchen wir nicht reden. Klar. Es geht um die Öffentlichkeit und es geht darum, wie kommt das an, was ich sage. Und wir haben ja deutliche Zeichen dafür, da gehört nur ein Mindestmaß an Empathie dazu, dass das, was er in Frankfurt gesagt hat, so ausgelegt wurde, dass er die Mannschaft frontal angegangen hat, dass zunächst mal keine Selbstkritik wahrgenommen wurde. Das war ein Riesenthema in dem Verein. Watzke, Zorc haben sich nicht gleich hinter den Trainer gestellt. Anschließend haben wir dann Ende letzter Woche Reaktionen gesehen von Hans-Joachim Watzke, dem Boss, dann aber auch von Thomas Tuchel selbst. Also die Wirkung war ja so, dass es im Verein für Irritationen gesorgt hat und damit auch mit Sicherheit bei der Mannschaft. Mhm. Und dann muss man schon in Frage stellen, ob das das Richtige war, Instrument, die Mannschaft wachzurütteln. Mhm. Ja, und was man natürlich sagen muss, weil jetzt am Freitag hat Thomas Tuchel ja mehrfach betont, ich habe mich mit einbezogen in diese Kritik. Und dann sage ich, das kann natürlich nicht sein, dass Hunderttausende von Menschen und auch alle Journalisten unabhängig voneinander den Eindruck bekommen, hier wird gerade die Mannschaft an die Wand genagelt. Und fünf Tage später sagt der Trainer, ich habe mich ausdrücklich mit einbezogen. Und wenn er sich ausdrücklich mit einbezogen hat, dann hat er, finde ich, eben nicht Klartext geredet. Weil wenn er sagt, wir haben taktisch und von der Einstellung her alles falsch gemacht und er bezieht sich mit ein, dann ist er doch als Erster derjenige, der dann auch die Antwort geben kann bei der Beantwortung der Frage, was hat er denn verkehrt gemacht? Mhm. Also ich fand von daher diese Pressekonferenz auch extrem merkwürdig. Also man muss sich nur mal vor Augen halten, er sagt dann hinterher auch noch, so wie unsere Mannschaft auf den Platz gegangen ist, war mir persönlich klar, dass wir ein frühes Gegentor bekommen. Jetzt könnte man böserweise sagen, ja, die Mannschaft, die war aber zumindest noch auf dem Platz, weil Thomas Tuchel selbst war, als das 1:0 für Frankfurt fällt, 17 Sekunden nach Wiederanpfiff, war er noch in den Katakomben. Also da noch zu sein und dann dieses Fass aufzumachen, das ist natürlich dann auch gefährlich. Und ich glaube schon, dass ihm bewusst geworden ist in diesen Tagen danach, auch durch dieses, wie es irgendwo schön formuliert wurde, dröhnende Schweigen von Michael Zorc und Aki Watzke, dass man das, was er da gemacht hat, eigentlich nicht machen kann. Thomas Tuchel ist einer der ambitioniertesten Trainer in der Fußball-Bundesliga, eben aber auch mit vielen verschiedenen Gesichtern. David Beyer. Der nette Herr Tuchel, ambitionierter und hochtalentierter BVB-Trainer, ehrlich, emotional und authentisch. Damit unterscheidet er sich übrigens von vielen seiner Kollegen. Sagen die einen. Andere behaupten, dass er durch seine Art der Menschen- und Mannschaftsführung sein Team eher früher als später verlieren wird. Thomas Tuchel ist umstritten. Aus gutem Grund. Umstritten? Die Mannschaft steht hinter ihm. Das hat die Leistung gegen Gladbach doch eindeutig gezeigt. Rückendeckung für ihren Trainer. Echte Liebe eben. Mit Liebe hat das rein gar nichts zu tun. Tuchel hat seine Mannschaft nach dem Spiel in Frankfurt verbal vernichtet. Öffentliche Kritik? Pure Aussichtslosigkeit. Das Binnenklima wird durch solche Aktionen nicht besser. Er spricht Missstände eben offen und ehrlich an. Immerhin hat er eine blutjunge Mannschaft beisammen. Da muss man ab und zu auf den Tisch schauen. Und offenbar war es doch genau das Richtige. Immer sind andere schuld. Der Gegner spielt zu hart, die Schiris pfeifen gegen ihn, die Mannschaft hat alles falsch gemacht. Thomas Tuchel ist ein Getriebener. Immer auf der Suche nach neuen Ansätzen und Ideen. Purer Aktionismus, mit dem er seine Mannschaft überfordert. Er ist eben Analytiker, Taktiker, Stratege, Pragmatiker. Dass er eine junge Mannschaft hier und da fordert und überfordert, ist doch verständlich. Trotzdem ist er erfolgreich und dafür wird er auch respektiert. Aber eben nicht geliebt. Weder von seinen Spielern und schon gar nicht von den Fans. Von wegen echte Liebe. Thomas Tuchel, sicherlich ein Trainer, der auch polarisiert. Patrick, ein Trainer, ganz grundsätzlich mal gefragt, muss ein Trainer wirklich alle Spieler für sich gewinnen?
Ich glaube, das ist schwer möglich, alle Spieler für dich zu gewinnen. Man kann es auch in so einer großen Gemeinschaft nicht wirklich jedem recht machen. Irgendeiner fühlt sich immer irgendwo hinten runterfallen gelassen oder auf den Schlips getreten. Das ist auch ganz normal und das weiß auch jeder Mannschaftssportler, jeder Fußballer und erst recht im Profigeschäft. Du musst natürlich aber glaubwürdig bleiben, du musst ehrlich bleiben, dir selbst gegenüber, aber auch der Mannschaft gegenüber, denn das spüren Spieler schon, ob du denen was vormachst oder die Wahrheit sagst. Ich glaube, bei Thomas Tuchel ist es einfach so, dass er den höchsten Anspruch an sich selbst, aber auch an seine Mannschaft hat und auf die Art und Weise, wie sie das umsetzt, was er von ihr verlangt. Und was man natürlich nicht wegreden kann, ist, dass er ab und zu impulsiv reagiert, wenn er eben merkt, dass es nicht umgesetzt wird oder nicht die absolute Einstellung zur Sache stimmt. Und das ist vielleicht noch auch etwas, was man lernen kann, was er vielleicht auch noch lernen kann. So lange oder so alt ist er auch noch nicht, dass man nicht sagen könnte, er kann und muss das vielleicht noch lernen. Aber das hat halt damit zu tun, dass er ein Perfektionist ist und halt diesen hohen Anspruch hat. Und wenn es dann ab und zu dilettantisch, wie er so schön gesagt hat, damit umgegangen wird, obwohl man weiß, dass man die richtigen Mittel und Wege kennt, sie aber gar nicht ausschöpft, weil die Einstellung fehlt, dann bringt ihn das eben auf die Palme. Das ist eben der Knackpunkt. Das Stichwort Lernende ist ja genau richtig. Wir haben einen riesigen Umbruch in dieser Mannschaft personell. 5 gingen, 8 kamen, das sind 13 Bewegungen. Das Durchschnittsalter der Spieler, die gekommen sind, ist, glaube ich, bei 22 Jahren. Also das sind Lernende. Ja? Und wenn der Trainer dann auch noch lernen muss, im Umgang mit ihnen, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass dieser Perfektionismus, diese Detailversessenheit natürlich auch ein Problem ist, sie entsprechend rüber zu kriegen. Und vielleicht ist so ein Perfektionismus auch irgendwann mal ein bisschen nervig für Spieler. Und da muss jeder Trainer, glaube ich, das richtige Händchen für entwickeln, zur rechten Zeit auch mal sich selbst vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und die Spieler nicht zu überfordern. Zu überfordern mit der Ansprache und auch nicht zu überfordern mit häufigen Wechseln in System und Strategie, weil das ist ja auch feststellbar bei Dortmund zurzeit, dass sie sehr, sehr viel wechseln, personell wie aber auch in der Aufstellung. Wie bei Pep Guardiola hat man so den Eindruck. Ne? Beide ja, aber nehmen sich nicht ganz so viel vom perfektionistischen Denken sagt im man Fußball. Viel, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass viele verletzungsbedingte Wechsel nötig waren. Einfach, es war jetzt nicht alles so, weil er es machen wollte. Zuletzt allerdings hat er schon auch Belastungssteuern mal rotiert, das ist auch richtig. Aber nochmal, es wird alles auch anders analysiert, es wird alles anders beäugt natürlich jetzt als Trainer von Borussia Dortmund und eben nicht mehr von Mainz 05. Und das sind Prozesse, die man immer noch lernen muss. Man ist in einem anderen Umfeld, auf einem anderen Niveau und in einem anderen Rhythmus und wird anders gefordert. Und auch da, wie gesagt, müssen alle lernen, auch Trainer, die eigentlich vorne wegmarschieren. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, gerade die Ehrlichkeit, das ist halt eben das Wichtige. Ja? Dass du ehrlich zu den Spielern bist, dass das authentisch rüberkommt. Das ist das ganz, ganz Wichtige dabei. Mit der Rotation, klar, du hast jetzt gegen Warschau hat er 9 Wechsel vollzogen. Und irgendwann musst du dich auch mal einspielen. Du musst ein Team formieren, ja, wo du eine Grundaufstellung hast, was wir ja auch immer damals gesagt haben, hinten in der Abwehr musst du jemanden haben, im Mittelfeld und vorne, ja, dass du eine Achse hast, wo du drauf aufbauen kannst. Und momentan ist zwar viel von der Rotation, vielleicht hat er sich selber auch über sich geärgert, weil gerade das Spiel gegen Frankfurt war ja enorm wichtig. Ja, also du hast gegen Bayern gewonnen und gegen Frankfurt, da musst du eigentlich mit einer anderen Einstellung. Die Frankfurter, die wollten um jeden Preis, die wollten das Spiel gewinnen, das hast du gesehen, ich war da. Und da hat man diesen Zug gesehen. Und er hat sich vielleicht geärgert, weil Reus hat ja nach seiner Verletzung gute Ansätze gehabt, auch gegen Warschau gut gespielt, dass er vielleicht Reus und Dembélé nicht gerade von Anfang an gebracht hat. Und heißt das jetzt, er hat sich über sich geärgert und deshalb so anschließend die Mannschaft kritisiert? Es könnte durchaus auch sein, dass er gesagt hat, okay, das war halt eben auch ein Fehler von meiner Seite. Ja. Hab dann aber mit diesem Dreifachwechsel eben gesehen, okay, es geht auch in die andere Richtung. Bloß wenn du dann wieder das Gegentor kriegst, ja, und hinten nicht kompakt stehst. Er hat sich ja mit eingenommen in die Kritik. Klar muss er dann natürlich auch wieder später, klar, aber er muss da irgendwo auch für gerade stehen. Ja, und ja, ob hier junger Trainer oder nicht, ist ein erfahrener Trainer, der schon einiges aufzuhalten hat. Einer der begehrtesten Trainer in Europa, aber deswegen finde ich, darf man trotzdem die Frage stellen, ob dieser Perfektionismus, diese Detailversessenheit von Thomas Tuchel nicht auch manchmal dann eben dazu führt, dass er die wirklich wesentlichen Dinge aus dem Auge verliert. Also wenn jemand minutenlang über Passabstände referiert, die nicht eingehalten wurden,
Und man stellt dann fest, dass er zum Beispiel beim Pokalfinale eine ganz banale Fußballweisheit beim Elfmeterschießen, schießen die sichersten zuerst, nicht beherrscht, weil er offensichtlich mit anderen Dingen befasst war. Das Ding ja hinterher auch lobenswerterweise auf sich genommen hat. Wenn er nach Ingolstadt fährt, in einer Situation, wo du weißt, du hast zuletzt, ich glaube, das war in Lissabon, du hast guten Fußball gespielt, du kannst es und du bist besser als Ingolstadt. Und du gehst jetzt in etwa mit der gleichen Truppe auf den Platz und wenn du dann 2:0 führst, dann kannst du den Leuten ein bisschen Entlastung geben. Und du startest dann mit einem Park in der Startformation, mit dem, glaube ich, von 100.000 Borussen keiner gerechnet hat in dem Moment. Dann muss man sich vielleicht auch dann die Frage stellen, ob er bei all dieser Detailversessenheit und bei diesem Reininterpretieren in jede Position, und das könnte zu dem passen, nicht auch einfach mal Fehler macht, die man einfach nicht macht, wenn man sagt, wir haben im Moment ein breites Kreuz, wir spielen mehr oder weniger mit der gleichen Truppe und die Belastungssteuerung, die natürlich bei Borussia Dortmund wichtig ist, auch nach diesen vielen Verletzten, die nehme ich dann vor, wenn die Punkte mehr oder weniger eingefahren sind. Wir haben es immer wieder erlebt, dass der BVB dann wichtige Punkte hat liegen lassen in der Bundesliga, die im Moment für eine sehr prekäre Situation sorgen, wenn es nicht nötig war. Mal ganz damit gerechnet ganz kurz zurück, wenn ich darf, noch mal zum Thema Selbstkritik. Das muss man schon, möchte ich noch mal bestätigen, das hat er ja gemacht. Thomas Tuchel nach dem Pokalfinale hat er sofort in dieser PK, direkt am Spiel, weil es auch was anderes ist, als wenn du vorbereitet bist, Donnerstag Spielvorbereitung, gibt es dann eine PK, hat er die Elfmeter-Fauxpas auf seine Kappe genommen. Also insofern muss man sagen, da war Selbstkritik durchaus vorhanden. Aber in der gleichen PK direkt nach Pokalfinale war aber auch eine sehr ungewöhnlich offene Kritik an Mats Hummels. Gerade zu dem Zeitpunkt, letztes Spiel für Dortmund, er geht dann nach Bayern. Das war auch so etwas, was man jetzt im Hinterkopf hatte, wo man sagt, passt das eigentlich in diesen Verein, der eigentlich dafür bekannt ist, auch intern Dinge hart anzusprechen und zu regeln. Aber so übereinander zu reden in der Öffentlichkeit, wie das dann zweimal passiert war, das, glaube ich, hat die Menschen besonders irritiert. Nicht nur die Fans, sondern auch im Verein, ganz konkret im Zentrum. Das sagen aber auch die Fans, sind dann nicht ganz so unwichtig bei Borussia Dortmund innerhalb des Vereins. Es gibt ja ein Fanforum, Schwarz-Gelb, und dort gibt es auch ein Zitat. Da wird gesagt, Kontakt zu Fans sucht Tuchel nicht. Ist eben genau das vielleicht, was noch ein bisschen fehlt bei ihm? Einfach dieses, wie soll ich das sagen, diese Bindung, die emotionale Bindung, die menschliche Bindung vielleicht auch nicht nur zu Fans, manchmal auch zur Mannschaft, weil er einfach nur noch Fußball zu sehr denkt? Also ich glaube, da macht man sich dann ein bisschen zu leicht, weil man muss ja auch dafür geboren sein. Ich sag mal, wenn Jürgen Klopp, und das ist natürlich auch so ein bisschen dieses Problem, Jürgen Klopp, der Vorgänger, wenn Jürgen Klopp Fanbeauftragte von Borussia Dortmund oder Fans getroffen hätte, dann hätte er am Ende die Kneipe abgeschlossen und alle Deckel bezahlt. Wenn Thomas Tuchel sich jetzt 3 oder 4 Stunden mit BVB-Fans unterhalten soll, vielleicht noch mit den Ultras, die in Block 12 stehen, dann wäre das wahrscheinlich auch ein Gespräch, wo 4 Stunden lang sich zwei Seiten gegenüberstehen, die einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Und deswegen kann man das, finde ich, Thomas Tuchel überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Er muss natürlich anders als Jürgen Klopp damit leben, dass er schon eher zum Erfolg verdammt ist. Bei Jürgen Klopp war gerade in diesem Jahr, als plötzlich der BVB wie aus dem Nichts wieder im Abstieg stand, war also diese ganze Szene kampfbereit. Und die Südtribüne stand eine Stunde vor Anpfiff schon, als man plötzlich wieder im Abstiegskampf war. Ich glaube, das ist eine Situation, die mit einem Thomas Tuchel schwieriger zu bewältigen wäre. Aber es ist auch gegenüber Thomas Tuchel dann zugegebenermaßen unfair, wenn man das tut, was ich gerade getan habe, auf Nachfrage, ihn immer wieder an Jürgen Klopp zu messen. Thomas Tuchel selbst hat jetzt gesagt, es gab schon Phasen, in denen ich mich dann doch sicherer gefühlt habe und die Mannschaft auch. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, warum verändert er immer permanent so viel? Also ich habe mich gefragt nach dem Spiel gegen Legia Warschau, zum Spiel gegen Frankfurt, 9 Veränderungen und du hast die am Dienstag gespielt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also 3 Tage eigentlich zur Regeneration, zur Spielvorbereitung. Warum diese wirklich große Rotationswelle, die ja zum Meister immer wieder annimmt? Ja, eigentlich die war aber minimal. Du musst ja zum Bayern-Spiel vergleichen. Das meine ich. Es war eher wieder ein Zurückkommen zu der Formation, die in der Bundesliga zuvor gespielt hat. Aber er rotiert halt schon sehr viel. Es gibt da wirklich auch Zahlen. Also das ist so. Aber nochmal, da muss man dann immer gucken, was stand ihm zur Verfügung? Wer war angeschlagen? Wen hat er geschont? Also auch aus prophylaktischen Gründen. Wer stand ihm gar nicht zur Verfügung? Das war ein Durcheinander auch in dieser Saison. Es war ein ähnliches Auf und Ab, wie es die sportliche Leistung dann in vielen Belangen war.
Und dementsprechend muss er da auch sehen, mit wem und was kann ich hier eigentlich arbeiten und wie vor allen Dingen. Mhm. Und ich glaube schon, dass er sich da viele Gedanken macht und guckt, dass er das Bestmögliche daraus bekommt. Und wenn dir aber nur so und so viele Pferde im Stall zur Verfügung stehen, dann kannst du auch nichts anderes machen. Muss ja die anderen Spieler muss er ja auch bei der Stange halten. Ja, sieht er ja, dass er dann vorne halt eben rotiert mit dem Schürrle, mit dem Götze, die dann halt eben auch in der, momentan eher ein bisschen in der zweiten Reihe sind. Dann frage ich es anders, aber kann man nicht dann wenigstens bei einem System bleiben oder bei zwei Systemen? Ich meine, der Kicker, Jörg, hat herausgefunden, in 20 Spielen 6 Systeme gezählt. Vielleicht sind wir da wieder bei Überforderung. Gerade wenn die Rotation vielleicht nicht ganz so dramatisch daherkommt, aber diese Automatismen schärfst du ja auch, wenn du vielleicht nur ein, zwei Systeme spielst, also vielleicht 6. Ich glaube schon, dass er einen hohen Anspruch auch an die Variabilität von seinen Spielern hat in verschiedenen Systemen. Ich glaube nicht, dass es 6 verschiedene Systeme sind, sondern eher ein paar verschiedene Auslegungen von wahrscheinlich 3 verschiedenen Grundsystemen, die es gibt. Und wenn dann anstatt im Schein in Castro spielt, dann ist das System das gleiche, aber der Castro spielt es offensiver und es sieht anders aus. Also es ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also ich glaube nicht, dass er ihnen ein Playbook gegeben hat, wie es im American Football üblich ist, wo die Spieler 70 verschiedene Aufstellungen und Laufwege einstudieren müssen. Es gibt ein paar Grundsysteme, die werden auch vielleicht ein paar mehr sein oder mehr sein, als es bei Jürgen Klopp noch der Fall war. Und dann liegt es halt daran, wie die Spieler das Ganze interpretieren. Und natürlich auch, was das Spiel zulässt oder von dir verlangt. Und da hat er den Anspruch, dass es variabel ist, weil er wahrscheinlich auch der Meinung ist, dass die Qualität der Spieler das hergeben müsste oder es hergibt, weil sie es vielleicht auch schon gezeigt haben. Und wenn das dann nicht umgesetzt wird, dann bricht dieses Kartenhaus vielleicht zusammen und dann heißt es, es war die falsche Taktik, es war der falsche Spieler, es war die falsche Rotation zum falschen Gegner. Das ist alles auch nicht so ganz leicht, wenn du immer und ständig wechselnde Situationen vorfindest. Ist das jetzt schon bewusste Variabilität oder ist das noch ein Suchender der BVB? Sowohl als auch. Da bin ich der Meinung, wie sollst du dich mit einer völlig neuen Truppe dann auch, das hofft man immer, dass es schnell geht, aber so richtig gefunden haben mit Spielern, die in der Liga neu sind, also den Fußball, der in der Liga gespielt wird, neu lernen quasi. Das ist nicht neu erfunden, aber es ist was anderes. Spieler, die ein ganz anderes Anforderungsprofil hatten in ihren Vereinen vorher, weil sie sehr, sehr jung waren und machen konnten, was sie wollten. Jetzt müssen sie ein System, eine Rolle in einem System spielen, in einem sehr taktisch geprägten Fußball, den wir hier in Deutschland auch spielen. Das sind alles Umstellungen und das sind viele kleine Stellrädchen, die man drehen muss. Und dementsprechend, das soll auch nicht alles entschuldigen, aber es ist nicht einfach, eine junge, neu zusammengewürfelte Truppe, in der dir ständig Leistungsträger und wichtige Spieler wieder mal wegfallen für 2 Wochen, dann sind sie wieder da, dann brechen andere weg, deinen Weg zu finden und den dann auch noch beständig zu bestreiten. Man kann einiges auch besser machen. Man kann auch alles intern lassen. Natürlich, da gibt es auch Wege, die wahrscheinlich nach außen vermittelt, dass das leichter und homogener gemacht hätten. Das ist vielleicht nicht Thomas Tuchels Weg. Du musst ja erstmal diese Ausfälle, die Abgänge, die musst du ja auch erstmal kompensieren. Ja. Ja? Du hast einen Gündogan, der gegangen ist, einen Mkhitaryan, Hummels, ja, der ein großer Eckpfeiler war, für mich halt eben grandios gespielt hat die ganze Zeit hinten mit dem Subotic und der für mich auch ein Führungsspieler auf dem Platz war. Wen habe ich momentan als Führungsspieler auf dem Platz? Das ist ja auch wieder eine Frage, die du dir stellen kannst. Ja? Und als Trainer brauchst du auch einen verlängerten Arm. Einfach einen, wo du sagst, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Ja? Der schiebt die Truppe auch mal so ein bisschen zusammen. Der sagt doch mal, wo es irgendwo lang geht. Und das musst du jetzt auch haben, wenn du die jungen Spieler hast. Deshalb musst du ja dieses System erstmal wieder finden. Aber schmaler Grat, glaube ich. Ne? Hans-Joachim Watzke hat selber gesagt, das ist der größte Umbruch der vergangenen 10 Jahre. Ja. So eine junge Mannschaft braucht natürlich auch gewisse Zeit. Aber, und jetzt kommt ja das Aber, Champions League müsste schon erreicht werden. Ja, aber bitte. Also gerade in diesem Jahr, so wie Borussia Dortmund sich im Moment positioniert, auch mit dem Blick nach Asien, mit der Ansage von Hans-Joachim Watzke, wir werden in puncto Mitgliederzahl bald der zweitgrößte Club der Welt sein und, ist, glaube ich, die Champions League in diesem Jahr so sehr Pflicht wie selten zuvor. Und man muss Thomas Tuchel zugutehalten. 3 absolute Stammspieler an guten Tagen Weltklasseformat sind weg. Man muss ihm zugutehalten. Du hattest außergewöhnlich viel Pech mit Verletzungen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn Borussia Dortmund sagt, wir sammeln 110 Millionen Euro ein und wir sind bereit, dir die an die Hand zu geben, damit du mit diesem Geld, das sind ja auch im Vergleich zu Darmstadt 98, Werder Bremen, die Vereine, gegen die du spielst, sind das ja unfassbare Summen. Dann muss man natürlich auch sagen, ein ambitionierter Trainer
dem praktisch von Susi Zorc jetzt hier das Paradies zu Füßen gelegt wird. 110 Millionen. Wir holen junge, brennende Spieler. Da muss natürlich gerade ein Trainer mit den Ambitionen von Thomas Tuchel auch was draus machen können. Und ich finde es halt unabhängig von der Systemdiskussion schon eher irritierend, dass der BVB in Leipzig verliert, dass er in Frankfurt verliert, dass er eine unsägliche erste Halbzeit in Ingolstadt spielt. Jedes Mal mit der Ansage, der Gegner war von der Mentalität und von der Einsatzbereitschaft weiter als wir. Und wenn ich dann nur an Leverkusen denke, das Spiel hat ja auch seine ganz besondere Geschichte, dann sage ich, das kann es auch nicht sein, dass ein Trainer, der so viele schnelle, dribbelstarke Spieler hat, sich hinterher offen darüber beklagt, dass der Gegner so gegen Borussia Dortmund spielt, wie du gegen Borussia Dortmund spielen musst, nämlich hart. Und dann sage ich auch, das ist, glaube ich, auch bei der Fangemeinde deswegen ein schwieriges Thema, weil ich sag mal, Günther Kutowski, du hast mit ihm gespielt, ein Murdo McLeod, ein Steffen Freund, die haben auch immer zur DNA von Borussia Dortmund gehört. Die ersten beiden kennen alle dann, weil sie dann muss ein Trainer, der Matchplan sagt, der sagt, ich habe den Begriff Matchplan in die deutsche Fußballsprache eingeführt, der muss in dem Moment, wo Leverkusen zulangt, sagen, okay, dann jetzt eben Matchplan B. Aber er darf sich nicht hinterher über die Härte des Gegners beklagen. Ja, ja. Jetzt. Bitte. Jetzt sind wir auch am Kern dessen, was in den Eingangsstatements gerade auf dem rechten Flügel schon mal gesagt wurde, dass dieser Umbruch ein großer ist, dass er auch ein schwieriger ist, ist doch ganz klar. Wir reden über das Handling und wie schnell er zum Erfolg kommt, dieser Umbruch. Ich meine, zwei Namen. Lassen wir Mkhitaryan mal weg. Aber ich brauchte nur zu sagen, Mats Hummels zum FC Bayern, ein Ilkay Gündogan zu Manchester City. Zwei Namen, zwei große Vereine, die diese Spiele aufgenommen haben. Dass da etwas ganz Wichtiges, allein schon im Spielaufbau, in der Spieleröffnung, dann auch in der Tiefe dieser Mannschaft weggebrochen ist und erstmal ersetzt werden muss, ist doch vollkommen klar. Ja? Eine Mannschaft, die eigentlich mit zwei Sechsern gespielt hat, jetzt in dieser Saison auch mal nur mit einem Sechser gespielt hat. Ja? Weigl auch ein Riesentyp, jetzt auch mal pausiert hat. Vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen. Dass das alles nicht so einfach geht, das ist klar. Aber wichtig ist, dass es funktionieren muss, in dieser Saison zumindest die Champions League zu erreichen. Und dann im nächsten Jahr, ob das Lernende sind oder Suchende, im nächsten Jahr muss dann der Big Bang kommen. Ich glaube, das ist schon der Plan, der dahinter steckt, der auch kommen muss. Mhm. Und wir reden ja in der Tat darüber, ob dieses Handling ja geschmeidig genug ist, um dieses Ziel zu erreichen. Oder ob wir jetzt als Zwischenfazit sagen können, nein, sie machen sich, oder Tuchel hat sich mit ein paar Entscheidungen und auch mit ein paar Äußerungen ein paar Probleme gemacht, die dieser Verein eigentlich nicht brauchen kann, weil der Umbruch an sich schon schwer genug. Mhm. Es ist ja zu hören, dass, oder man wurde auf jeden Fall schon mal kolportiert, den Vertrag mit Thomas Tuchel über 2018 hinaus zu verlängern. Jetzt hört man dann doch, dass man das erstmal auf Eis gelegt hat. Müsste man mit Thomas Tuchel eigentlich jetzt schon verlängern? Der Vertrag läuft ja noch. Also für mich momentan sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf, dass ich jetzt einfach sage, ich gehe jetzt in Vertragsverhandlungen. Also für mich sind jetzt eher die nächsten Spiele das Wichtige. Du hast Spiele gegen Köln, Auswärtsspiele Köln, Hoffenheim. Ja, die sind schwer genug. Dann hast du mit dem letzten Heimspiel gegen Augsburg. Ich denke, das solltest du erstmal spielen und dann sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Findest du ein Team, findest du eine Formation? Wie geht's weiter? Weißt du, wir kommen ja von eins ins andere, wo du auch sagen kannst, was ist mit Aubameyang? Bleibt der noch? Ja, wird der im Winter vielleicht schon weggekauft? Vielleicht kommt ein riesiges Angebot. Sprechen wir nachher noch drüber. Das sind ja alles so Themen, weil klar, Borussia Dortmund entwickelt ja auch viele junge Talente, die sie jetzt haben. Ein Dembélé, der wird irgendwann auch, der wird eine gewisse Zeit jetzt da bleiben und irgendwann, so wie der jetzt momentan schon einschlägt, 19 Jahre, wird er auch ein riesiges Angebot kriegen. Mhm. Ja, und das ist die Frage, kann ich diese Spieler halten? Will ich sie halten? Wie lange kann ich sie an mich binden? Und ich glaube auch, dass beim Thomas Tuchel jetzt eben auch momentan nicht die Trainer oder vielmehr die Verlängerung des Vertrages halt eben eine Rolle spielt. Ich finde es immer erstaunlich. Das zeigt auch, wie schnelllebig das Ganze geworden ist. Aber wir unterhalten uns jetzt darüber, ob eineinhalb oder ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre Vertrag, ob das lang genug ist, um einem Trainer zu dokumentieren, dass er noch gewollt ist beim Verein oder nicht. Das muss man ja so zwischen den Zeilen mal einfach lesen. Und dann überlege ich, welchen Grund hast du jetzt mit einem Trainer also drei Jahre weiter zu verlängern? Du weißt nicht, was in der Zeit nach 2018 passiert, wie sich das bis dahin entwickelt. Und es sind noch eineinhalb Jahre. Also
Es ist so schnelllebig. Man hat das Gefühl, wenn man nur noch ein Jahr Vertrag hat, ist man eigentlich schon weg oder wird er schon weggekauft. Natürlich ist er ein begehrter Trainer und es werden auch immer wieder Geräusche wahr aus dem Ausland. Und das gilt für Spieler umso mehr, weil es da noch schnelllebiger ist. Aber das sind 1,5 Jahre Vertrag. Der kann in ganz Ruhe noch die Saison quasi zu Ende arbeiten und sich im Sommer dann Gedanken darüber machen, wie richtig das neue Jahr aus und was kommt eigentlich danach. Aber manchmal ist es ja so, sorry, dass ich unterbreche, Liverpool hat auch ganz schnell den Vertrag mit Jürgen Klopp gefühlte 10 Jahre noch mal verlängert. Sprechen wir da noch mal weiter. Mir ist jetzt ein anderes Beispiel eingefallen. Ja? Nationaltrainer ist was anderes oder Bundestrainer. Da hat es der DFB vorgemacht, dass du weit im Voraus schon mal frühzeitig verlängert hast. Ja, das kann man ja auch machen. Ja. Aber die Notwendigkeit, alle schreien immer. Gefühlt ist es immer so, wenn du eine Saison Vertrag hast, bist du so gut wie, oder dann bist du weg. Also wahrscheinlich bist du weg. Mhm. Du hast ja nur noch bei Spielern natürlich auch. Bei Spielern ist es auch schnell immer geworden. Aber es ist eine Diskussion, die ist so. Führen wir aber gleich weiter. Aber ich muss kurz dazwischen gehen, weil Hansi Küpper hat eben auch noch ein Stichwort genannt, Internationalisierung. Man geht nach China, echte Liebe, große Familie, dafür steht ja Borussia Dortmund. Und funktioniert das, genau das auch in die weite Welt hinein zu transportieren, ohne Schaden? Zwischen Borsigplatz und Shanghai, wie es Hans-Joachim Watzke mal formuliert hat. Darüber wollen wir auch gleich noch mal sprechen bei Kicker TV, der Talk, nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Geht's weiter mit dem Testsieger von Grundig. Wir sind zurück bei Kicker TV, der Talk an diesem Montag. Wir sprechen über Borussia Dortmund und wir sprechen auch über den Spagat zwischen Shanghai und Borsigplatz. Auf der einen Seite gilt es, neue Märkte zu erschließen, auf der anderen Seite aber eben auch die eigenen Fans nicht zu verlieren. Eine nicht ganz so einfache Aufgabe. David Bayer. From Dortmund with love. Schwarz-gelbes Exportgut in alle Welt. BVB-Geschäftsführer Watzke nennt es liebevoll den Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai, zwischen Bodenständigkeit und Kommerz. Die Borussia erwirtschaftet knapp 30 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Tendenz weiter steigend. Werbereisen in eigener Sache erschließen neue, potente Märkte, Antrittsgagen im 7-stelligen Bereich und die einmalige Chance, sich zu präsentieren. China, Japan, Singapur, Malaysia, subventioniert von der Deutschen Fußballliga. Bekanntheitsgrad und Sympathiewerte als neue Währung in Fernost. Die emotionale Gemengelage zu Hause in Dortmund aber droht zu überspannen. Die Fans haben Angst vor dem Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai, haben Angst vor Entfremdung. From Dortmund with love. Der Versuch der Internationalisierung, ohne seine Wurzeln zu verleugnen. Kann das wirklich funktionieren? Es hingen ja schon ein paar Spruchbänder im Stadion, auf denen zu lesen war, Internationalisierungswahn. Jörg, muss der Verein aufpassen, die Basis nicht zu verlassen? Weil die Fans dort großen Anteil haben an der sogenannten Fußballkultur ihres Clubs und auch sehr gehört werden. Das muss man in Dortmund ganz hoch anrechnen, das ist in vielen anderen Vereinen nicht so. Aber ich denke, der Spruch mit Spagat trifft es genau. Und das ist ein Synonym für den Fußball, den sogenannten modernen Fußball, wie er sich heute darstellt. Und das gleiche Thema haben wir aktuell auch beim FC Bayern, wo ein Uli Hoeneß zurückkommt und jetzt so ein bisschen mehr die Bodenständigkeit wieder pflegen soll, nachdem Karl-Heinz Rummenigge großartig eine Internationalisierung vorangetrieben hat. Und das sind die beiden einzigen deutschen Vereine, die weltweit wirklich eine Ausstrahlung haben. Und dann kommt erstmal lange nichts aus Deutschland. Und der BVB wäre dumm, wenn er nicht versuchen würde, internationale Chancen, internationale Märkte zu eröffnen. Denn Bayern und Dortmund messen sich international nicht mit St. Pauli und auch nicht mit Eintracht Frankfurt, sondern mit Real Madrid, FC Barcelona und Manchester United. Mhm. Und dann musst du an bestimmten Plätzen sein, in Amerika und in Asien. Und dann wird es natürlich kritisch. Will ich einerseits der fannahe Verein sein, in allen Facetten, oder will ich bei den ganz, ganz großen Big Playern im ganz großen Business mitspielen? Das ist ein Spagat, den der Fußball ohnehin hat. Und für Liebe, Luft und gute Laune gibt es im Fußball die ganz große Kohle eben leider nicht mehr. Frage ist, ob es überhaupt so immer gegeben hat. Und der BVB muss bei den ganz Großen mitspielen, ohne die Kleinen zu verlieren. So ist es. Man muss
Man muss natürlich fairerweise jetzt erstmal sagen, dass Hans-Joachim Watzke diesen Satz mit Borsigplatz und Shanghai, der ihm auch ein bisschen um die Ohren gehauen wurde, dass er den zurückgenommen hat und dass er deutlich gesagt hat, wir stehen mit beiden Beinen auf dem Borsigplatz. Und ich finde, du kannst natürlich dich nach Asien orientieren und wenn du da Erlöse generieren kannst, dann sollst du das tun. Aber es muss wirklich unter dieser Voraussetzung passieren, dass du deine Wurzeln nicht verlierst. Und wenn ein zu großer Teil der Fangemeinde den Eindruck bekommt, wir werden hier langsam abgehängt, dann hat dieser Teil der Fangemeinde natürlich auch das Recht, dem Verein zu sagen, du hast in unser Logo diesen Slogan echte Liebe eingearbeitet. Das ist okay, aber dann sei dir bitte auch bewusst, dass echte Liebe keine Einbahnstraße ist. Und dann muss davon was zurückgehen. Und diese ganzen Internationalisierungsideen, die wir ja jetzt gerade bekommen, auch über Bayern Dortmund hinaus, mit einem Champions-League-Finale in New York, da kann ich nur sagen, wenn da nicht langsam die Funktionäre wach werden und sagen, es reicht. Die Champions League wird natürlich in Europa gespielt und ein deutsches Supercup-Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, das wird da gespielt, wo die Fans diese Vereine groß gemacht haben. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann lebt der Fußball wirklich gefährlich. Es gab den Galliani in Italien mal, der hat sich beklagt, dass die Serie A inzwischen nur noch eine billige Pizzeria ist, während es früher das Fünf-Sterne-Restaurant war. Da hat er sich beklagt, allen Ernstes, nachdem er selbst dafür gesorgt hat, dass der AC Mailand gegen Inter Mailand ihr Finale in Peking spielen. Mhm. Und da kann ich nur sagen, du bist noch nicht mal mehr eine billige Pizzeria, weil Pizzeria ist Verbundenheit, Heimatliebe, Verwurzelung. Du bist ein billiger chinesischer Stehimbiss und nicht mehr. Das ist aber doch. Da stimme ich dir ja zu. Und Scudamore, der Chef der englischen Premier League, hatte schon zwei Versuche in den letzten Jahren unternommen und wollte einen zusätzlichen Spieltag, wo jede Mannschaft nochmal im Ausland antritt, aber dann so der letzte gegen den ersten nochmal und so weiter, nach solchem System und daran mal zusätzlich Geld zu generieren. Aber diesen Teufel da an der Wand, den sehe ich hier noch nicht, weil eben solche starken Fangemeinden und auch Clubs wie BVB, die diesen Fans auch noch zuhören, eben dort stehen und solche Auswüchse so schnell nicht zulassen. Ich sage nur, wer international die Topstars wie Aubameyang bezahlen will von den Gehältern her oder möglicherweise halten will, wenn er jetzt abgeworben werden sollte, dann muss ich irgendwo genug Kohle haben, ja, um sie zu halten. Und allein mit nationalen Fernsehgeldern kann ich das nicht mehr schaffen. Und außerdem, der Boss der deutschen DFL, Christian Seifert, verlangt ja von den Bundesligisten rauszugehen und auch Werbung für die Bundesliga zu machen. Und die absolut beste Werbung für die Bundesliga, ein Jahr vor dem Gewinn des Weltmeistertitels, war das deutsche Finale in Wembley. Und dort hat Borussia Dortmund schon eine Marketingmaschine losgelegt, die vom Feinsten war. Dafür sind sie ja für echte Liebe, haben sie auch Preise bekommen. England und nicht nur England, auch andere Länder haben über Bayern und Dortmund geredet, weil sie einen fantastischen Fußball gespielt haben, sich aber nach außen entsprechend präsentiert haben, mit allem Marketing-Know-how, was ist. Und wir sollten jetzt nicht so tun, als habe Dortmund immer nur den Good Guy gespielt, sondern marketingtechnisch sind die schon seit einigen Jahren sehr, sehr gut drauf. Ja, zweifellos. Nein, ich sage es nochmal, es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, ich orientiere mich nicht nach Asien, solange man weiß, wo die Wurzeln bleiben. Es gab auch in all den letzten Jahren, als man natürlich immer über mehr Kommerzialisierung im Fußball nachgedacht hat. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Fan, der sagt, ich habe ein grundsätzliches Problem mit VIP-Logen. Ich kriege in dem Moment ein Problem mit VIP-Logen, wo ihr uns die Stehplätze wegnehmen wollt und wo vielleicht dann halt dieses kein Zwanni für einen Steher halt nicht mehr steht. Wenn für uns der Fußball bezahlbar ist, wenn die Vereine auch für uns da sind, wenn sie, was du gerade betont hast, bei Borussia Dortmund immer ein offenes Ohr für die Fans haben, dann kannst du auch sagen, ich gehe auch diesen anderen Weg. Aber das eine ohne das andere wäre fatal. Ich denke auch, die Weiterentwicklung, die ist halt eben schon enorm wichtig. Ja? Bloß das, was du gerade gesagt hast, der Fan, der muss halt eben wirklich im Vordergrund stehen. Das machen die Münchner. So, und da wird mit Sicherheit Michael Zorc und Aki Watzke, die stehen dafür. Ja, die sind halt eben Ur-Dortmunder und die werden den Fan mit Sicherheit nicht vergessen. Also ich habe jetzt noch nicht von einem Plan gehört, dass Borussia Dortmund oder Bayern München die Heimspiele irgendwo in Shanghai austragen. Ja, klar, klar. Und solange
solange wir da nicht hinkommen. Also, da also bin Super, ich in etwa bei dir, dass man sagt, man muss natürlich die Bundesliga in Deutschland spielen, man muss auch das deutsche Pokalfinale in Deutschland spielen. Das Champions League-Finale ist ein europäischer Wettbewerb, das sollte also in Europa bleiben. Aber diese Marketing-Maschinerie, diese Vorbereitungsreisen, diese Winterpausenreisen, diese was auch immer, Freundschaftsspiele in Asien, wo auch immer die sonst noch in den nächsten Jahren auftauchen, um einen neuen Markt zu erschließen und Präsenz zu zeigen, weil anders geht's nicht. Nur Bilder davon zu zeigen, ist was anderes. Die Fans wollen dann auch anfassen. Ich war gerade selbst in Singapur und habe so ein bisschen erlebt, wie das ist, wenn da ehemalige Spieler sogar nur auftauchen. So kriegst du diese Sympathien dort drüben, so generierst du neue Märkte, so kannst du eine Marke verdienen, Werbung für die Liga machen, auch für den eigenen Verein. Und solange das so ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Natürlich gibt es dann immer wieder ganz schnelle Denker, die noch einen Schritt weiter gehen und ganz besondere Sachen machen wollen. Ich glaube aber, das sind immer ganz große Ideen und das dauert meistens viel zu lange, um sie wirklich umzusetzen. Ja, also wir sind mittendrin. Ich sehe es genauso. Du kannst diese Reisen machen nach Fernost. Du kannst dir da neue Märkte erschließen. Du darfst natürlich dann nicht im Nachhinein sagen, die Belastung ist bei uns zu groß. Und wir haben es ist nicht nur ein sportliches Problem, weil wir haben ja zum Beispiel auch den Vorstoß, der ja bei vielen Bundesliga-Trainern, unter anderem bei Thomas Tuchel, prima ankam, dass halt die Bundesliga Vereine erst in die zweite Runde des DFB-Pokals einstarten, damit sie sich von ihren Fernostreisen erholen können. Und dann sage ich, das ist ein extrem gefährlicher Weg, wenn du der Basis in Deutschland, also diesen Zehntausenden von Amateurvereinen, die davon träumen, einmal im DFB-Pokal zu spielen und dann vielleicht das Los, Schalke 04 oder Borussia Dortmund oder Bayern München zu bekommen, wenn du denen sagst, übrigens, ihr könnt euch da ruhig qualifizieren, ein Jahr lang, und dann habt ihr es auch geschafft, erste Hauptrunde, aber in der ersten Hauptrunde sind die Bundesliga-Vereine nicht mehr dabei, weil die waren gerade in Asien. Dann ist zum Beispiel schon das passiert, was ich für gefährlich halte und wo wir frühzeitig sagen sollten, diesen Weg dürfen wir nicht gehen. Tun wir doch. Es ist super, euch zuzuhören, muss man ganz ehrlich sagen. Man braucht als Moderator gar nicht mehr viel machen. Darf ich eine Frage stellen, Jörg? Ist das okay? Ist das okay? Was ich mich so gefragt habe, auch in der Vorbereitung zur Sendung, in puncto Internationalisierung. Dortmund war zweimal im Sommertrainingslager in China drüben und hat stolze Zahlen präsentiert von 500.000 verkaufter Trikots, 75.000 im Ausland verkauft. Ist das nicht auch national möglich, mehr Geld zu generieren? Weil wenn ich höre, wir wollen so 10, 20, 30 Millionen im Ausland verdienen, ist das hier gar nicht möglich? Muss man diesen Weg gehen? Da bin ich vollkommen überfragt. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass der deutsche Markt relativ aufgeteilt ist. Klar, um die Kinder musst du halt immer kämpfen, welcher Fan werden sie jetzt. Aber dass da Märkte, die man sich erschließen kann, in Fernost liegen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wir können natürlich auch versuchen, wir geben die Solidarität und die Zentralvermarktung auf. Und wir sagen, jeder ist sich selbst der Nächste. Und Dortmund versucht mal, in Deutschland noch mehr zu verkaufen und noch höhere TV-Gelder einzunehmen. Bayern macht das auch. Und dann möchte ich die Diskussion in Deutschland mal hören. Das können wir natürlich machen. Ich glaube, dass in der Breite, natürlich ist doch gerade erst ein neuer nationaler Vertrag gemacht worden von Seifert und Kollegen der DFL, der noch mal mehr Geld beschert. Wir haben die Milliarden übersprungen. Aber noch mal, wenn du dich im internationalen Fußball, in der Champions League, und da ist Dortmund ja zu Hause mittlerweile, das finden die Fans übrigens auch völlig zu Recht gut, wenn du dich da messen willst, auch alleine was die exorbitanten Gehälter angeht, dann musst du schon mal dich in eine Richtung bewegen, die nicht jedem gefällt. Das ist ein Spagat. Das ist ein Spagat. Mir gefällt da auch nicht vieles. Und nebenbei bemerkt, wir, und damit meine ich auch die Sportjournalisten in Deutschland und auch viele kritische Fans, die das sachlich rüberbringen, die stehen ja dafür, dass das so schnell nicht kommt mit der DFB-Pokal-Hauptrunde. Selbst an Uli Hoeneß hat sich jetzt dafür ausgesprochen, passt auf die Kleinen auf, wir dürfen da nicht zu früh aussteigen. Ich glaube, dass die Kontrollmechanismen noch ganz gut sind und auch solche Beiträge wie heute Abend tragen dazu bei, dass der eine oder andere im Fußball dann doch mal zuhört und sagt, naja, da verbrenne ich mir lieber nicht die Finger und mache zu viel des Mammons. Sehr gutes Wort, um in die Werbung zu gehen, würde ich sagen. Und dann sprechen wir über Real Madrid noch ein bisschen, weil das ist ja auch kein so schlechtes Spiel. Am kommenden Mittwoch, wenn Borussia Dortmund zum Titelverteidiger muss. Und heute hat sich dann auch der Top-Torjäger vom BVB geäußert, Pierre-Emerick Aubameyang. Und der hatte mal Wechselgerüchte vielleicht ein bisschen angeheizt, wo er vielleicht in der neuen Saison spielt. Er weiß es wirklich selbst noch nicht so wirklich. Also, darüber sprechen wir gleich. Real Madrid ist das Thema und natürlich weiterhin Borussia Dortmund hier bei kicker TV, der Talk. Bis gleich.
Jetzt geht's weiter mit dem Testsieger von Grundig. Zurück bei Kicker TV, der Talk. Am Mittwoch spielt Borussia Dortmund beim Titelverteidiger bei Real Madrid. Es geht um Platz 1 in der Gruppe, Patrick. Jetzt haben wir ja über Hin und Her, über Inkonstanz schon ein bisschen gesprochen bei Borussia Dortmund. Ich habe es gerade erwähnt, es geht um Platz 1. Manche sagen, naja, ob du jetzt Erster wirst oder Zweiter, ist fürs Achtelfinale manchmal auch nicht ganz so wichtig. Welche Bedeutung sehen Sie in diesem Spiel für Borussia Dortmund? Ja, das ist natürlich auch ein Spiel, wo es nicht nur um den Tabellenplatz geht, sondern es ist ein großes Duell. Das gab es in den letzten 4 Jahren 4-mal, glaube ich, oder so. Nicht in ganz unwichtigen Situationen auch. Das willst du erstmal sowieso gewinnen. Natürlich hört es sich auch besser an, wenn ich durch die Champions League-Gruppe marschiert bin und vorne an der Tabelle stehe. Das Gute ist, wir haben das Potenzial für einen Ausraster von Thomas Tuchel ein bisschen minimiert, weil er eben sagt, das heißt ja gar nicht, wenn wir Erster werden, dass wir dann einen besseren Gegner oder einen leichteren Gegner in der nächsten Runde bekommen. Insofern ist mir das so gar nicht so wichtig. Das ist immer schön. Du hast den sportlichen Ehrgeiz. Natürlich hat der Verein diesen Ehrgeiz, dort zu stehen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Aki Watzke hat gesagt, er will die Gruppe als Tabellenführer überstehen. Da wurde er wahrscheinlich noch leicht beschmunzelt. Es wurde zumindest in Frage gestellt. Und jetzt sind sie kurz davor. Dann werden sie auch alles dran tun, das zu machen. Mhm. Andersrum wird es enorm schwer, weil gerade die Königlichen, die haben, ich glaube, ihren 34. Pflichtspielsieg. Wenn sie das schaffen, können halt eben eine Rekordserie brechen, ja, die Leo Benacker von damals, 88, 89 war das. Ja, da ist dieser Rekord halt eben dann ja um ein Spiel jetzt gesteigert worden. Aber ich denke, Borussia muss sich dort in dem Spiel auch zeigen, weil das ja auch die Basis ist für die nächsten Spiele gegen Köln und gegen Hoffenheim. Ja, weil du kannst da nicht 3-0 oder 4-0 verlieren. Du musst dort mit einem ordentlichen Ergebnis nach Hause kommen. Und ich denke aber auch, dass er ein bisschen rotieren wird. Ja, dass er nicht... Das, was wir jetzt vorhin die ganze Zeit schon gesagt haben, dass er zumindest dann für die wichtigen Spiele, die jetzt Köln und Hoffenheim sind, dass er da dann eben mit Reus, mit Dembélé dann auch wieder anfangen wird. Das glaube ich zumindest. Ich glaube halt, Borussia ist im Moment immer, sie müssen immer einen Spagat machen. Sie dürfen nicht zu hoch verlieren in Madrid. Wenn sie verlieren, ist es nicht schlimm. Aber wichtig sind die letzten Bundesligaspiele vor der Pause, weil da geht es schlicht und einfach darum zu sagen, wir tüten schon mal die Champions-League-Qualifikation am Ende dieser Saison mit 4 Siegen noch ein. Mhm. Ich habe vor der Werbung gesagt, Pierre-Emerick Aubameyang hat sich heute geäußert, wo denn er eventuell spielen könnte ab der kommenden Saison. Das muss man erst mal wissen. Aubameyang hat noch Vertrag bis 2020. Mhm. Läuft noch ein bisschen. Ja, ja. Er weiß es noch nicht so wirklich. Großer Traum ist Spanien von Aubameyang. Wäre das für Borussia Dortmund ganz schwierig, wenn der Top-Torschütze, der die Hälfte aller Bundesliga-Tore bis dato erzielt hat, im nächsten Sommer weggeht, gerade so in der Phase eben dieses Umbruchs, wenn noch ein weiterer Schlüsselspieler dann gehen sollte? Weil irgendwann wird, glaube ich, Borussia Dortmund schwach werden. Ja, natürlich ist es schlimm, wenn du so einen wichtigen Spieler verlierst. Das ist, auch wenn du dann Möglichkeiten hast, natürlich zu reagieren, sowas zauberst du dann nicht wieder aus dem Hut. Man weiß nicht, wie sich Spieler wie Dembélé entwickeln, wie stark werden, was sie können. Oder das zeigt man immer wieder, oder das zeigt er immer wieder, dass man erahnen kann, wo das mal hingeht. Aber Konstanz ist es halt eben noch nicht. Da musst du erstmal jemanden finden, der dir diese Anzahl an Toren generiert, der den Fußball, den du spielen möchtest, auch so mitgeht oder so mitgehen kann. Die gibt es ja auch nicht überall. Und wenn, dann sind sie genauso teuer. Also da musst du auch wieder perspektivisch denken. Und das ist nicht leicht. Das sieht man in dieser Saison mit anderen Positionen, wie der Position von Mats oder von Ilkay in der Zentrale, dass das nicht so einfach aufzufangen ist, gerade wenn du perspektivisch investieren musst. Und dementsprechend wäre das natürlich nochmal so ein kleiner Rückschlag. Vorstellbar, dass Borussia Dortmund hart bleibt, wie damals bei Robert Lewandowski? Das glaube ich eher nicht. Lewandowski war, glaube ich, wirklich eine Ausnahmesituation, weil da auch Götze gegangen ist und hat der BVB gesagt, wenn wir Lewandowski halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit ihm die Champions League buchen, wirklich so groß, dass wir auf diese 25 Millionen verzichten. Ich glaube, dass Borussia Dortmund, und da muss man sich wirklich auch keine Sorgen machen bei diesem Verein,
sich keine großen Gedanken machen muss, natürlich schon Gedanken, wenn Aubameyang geht, weil was Michael Zorc halt immer sagt, wir müssen am Steuer sitzen. Er hat Vertrag bis 2020, wenn er geht, dann gibt es viel Geld. Und eins muss man ja dem BVB nun wirklich zugestehen, seit 2011, er ist inzwischen sicherlich in Europa der Verein, der so in Nachfolge von früher PSV Eindhoven, FC Porto am besten überhaupt einkauft. Diese Bilanz ist natürlich atemberaubend. Und wenn man sich dann anschaut, dass man ja mit der ersten Meisterschaft 2011 immer wieder anfangen musste, sich neu zu erfinden, weil dann ist Sahin gegangen, dann ist Kagawa gegangen, Götze, Lewandowski, Hummels. Der BVB ist ja, wenn die wirklich reichen Vereine in Europa rufen, ist der BVB grundsätzlich der abgebende Verein. Und er hat es halt immer gepackt, weil in der Einkaufspolitik Michael Zorc schon Großartiges geleistet hat. Also, dass man Aubameyang nicht einfach ersetzen kann, das ist völlig klar. Aber du hast Hochkaräter jetzt schon in der Hinterhand. Du hättest dann eine Menge Geld und es wird auch ohne Aubameyang, auch wenn es natürlich schwierig ist, aber sehen Sie die Gefahr weitergehen. Julian Weigel ist heiß begehrt, ein Christian Pulisic ist heiß begehrt. Gerade aus England werden sehr hohe Summen mal transferiert. Sehen Sie die Gefahr, dass es nach einem Umbruchjahr wieder ein neues Jahr des Umbruchs gibt? Ja, die Gefahr ist da. Aber ich würde jetzt nicht in Mitleid verfallen, weil so ist das nun mal. Das weiß man auch bei Dortmund. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich hätte da aber auch Zuversicht als Dortmunder. Mhm. Denn gerade die Spiele, über die wir ja gerade reden, im großen Umbruch, da hat es der BVB gut gemacht. Ein Guerrero, ein Dembélé, ein Mohr, ein Bartra, sind ja alles Leute, die haben die rechtzeitig geholt, bevor andere große europäische Vereine, diese 19-Jährigen zum Teil, sich geholt haben. Und mit denen können sie jetzt arbeiten. Also ich denke schon, dass man unter den Voraussetzungen dann auch ganz cool mal auf einen Aubameyang verzichten muss, wenn man das entsprechende Geld dafür bekommt. Und ansonsten hat der BVB bewiesen, dass er da ganz gut perspektivisch einkaufen kann. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es noch mal drei Spieler, die wichtig sind, auf einmal geben wird, die den Verein verlassen. Das machst du nicht jedes Jahr. Man wird nicht Weigel, Aubameyang und was weiß ich wen noch ziehen lassen auf einmal. Da wird man dann schon ein bisschen Muskeln spielen lassen und sagen, nee, pass auf, dann wird man wahrscheinlich abwägen, was ist das, was am lukrativsten ist oder wo wir am besten mit umgehen können. Weil nochmal, und das war die Eingangsfrage, man steckt in so einem Umbruchsjahr. Man weiß noch gar nicht, was da jetzt am Ende rauskommt. Mhm. Diese Gespräche führt man ja wahrscheinlich dann auch schon, bevor es wirklich feststeht, wo die Reise am Ende hingeht. Und es hängt natürlich auch vieles damit zu tun, wie sicher ist man nachher in diesen Champions-League-Rängen. Das ist dann auch für viele Spieler natürlich ein Kriterium. Wenn du natürlich das verpasst in diesem Jahr, nur Europa League schaffst oder vielleicht sogar nur daran knabberst, dann wird es natürlich gefährlich. Aber umso mehr müssten sie dann eigentlich sagen, tut mir leid, Freunde, ein Jahr müssen wir jetzt quasi alle Füße stillhalten, weil wir müssen hier erstmal sportlich wieder dahin kommen, dass wir attraktiv sind für neue Perspektivspieler, die wir uns leisten können. Weil du kriegst viel Geld, da bin ich bei jedem, der das hier gesagt hat, aber du brauchst auch immer mehr Geld, um eben Qualität wieder zu holen. Und dementsprechend wird es nicht einfacher. Das war in diesem Jahr schon schwer. Man sieht, was in diesem Jahr bei rausgekommen ist. Es ist sehr schwankend. Und das wird halt jedes Jahr eher noch mehr als wieder rückläufig. Deshalb bist du ja bei dem Thema Internationalisierung. Holst du halt eben die Gelder vom Ausland, holst du die wieder rein. Oder Champions-League-Plätze, ja. Wo du halt eben die Millionen dann praktisch wieder beiseite legen kannst, wo du sagst, pass auf, wir können uns in Aubameyang noch eine Saison leisten. Ja, ob der Spieler dann eben auch bei der Stange hält, weil man weiß ja mittlerweile, was da für Summen geboten werden an Jahresgehalt. Ja, Messi liegt bei 25 Millionen. So, wenn auf einmal Aubameyang auch so ein Angebot bekommt, ist er dann unzufrieden, möchte halt eben weg, bringt nicht mehr die dementsprechende Leistung. Aber ich bin bei dir, dann hast du aber zumindest die Möglichkeit, wenn du da zwischen 70 und 100 Millionen kriegst, wo du dann sagst, okay, das kann ich machen, aber ich kann denn die jungen Spieler wie Weigel, ja, dass ich die dann halt eben dementsprechend irgendwo auch halten kann. Richtig, aber was für ein Nebensatz gerade wieder, ne? Der spiegelt das auch wieder. Möchte dann vielleicht weg und bringt dann womöglich nicht mehr die Leistung. Das ist eigentlich eine blöde Situation, oder? Dass man das heute schon so sagen muss, kann und darf. Na ja. Ja. Es ist leider auch Teil des Geschäfts, wenn du natürlich irgendwann den großen Wunsch hast. Gab in diesem Sommer war es, glaube ich, die Draxler-Diskussion. Die gibt es ja aktuell schon wieder. Ja, gibt es wieder. Aber wenn du einen großen Wunsch hast und unbedingt dich woanders siehst und gehen möchtest und wer weiß, welche Absprachen es mündlich gab und so weiter und so fort, ist ja immer wieder Thema. Und dann musst du dich tatsächlich fragen, wie ist der Charakter des Spielers? Wenn ich gegen ihn entscheide und ihn behalte, was passiert dann? Wie viel, wie sagt man, Potenzial eines Implodierens ist da?
Oder hat er einen sauberen Charakter und gibt dir trotzdem ein Jahr Gas, darf dann gehen? Muss ich ihm vielleicht das Gehalt verdoppeln, um ihn dieses eine Jahr noch schmackhaft zu machen, um ihn dann vielleicht mit einer höheren Ablösesumme zu verkaufen? Es gibt ja positive Beispiele. Lewandowski, der dann gegangen ist, ja, genau, der hervorragende Leistungen noch gebracht hat. Und das, ja, das honorieren die Fans ja dann auch. Genau, also wobei Lewandowski natürlich auch ein sehr schwieriges Thema war, weil da haben die Spielerberater hinter den Kulissen also wirklich alles getan, um die Stimmung in Dortmund so schlecht wie möglich zu machen, weil sie halt diesen Wechsel erzwungen haben. Es war gut, dass Borussia Dortmund damals gesagt hat, wir halten ihn trotzdem. Robert Lewandowski hat mal den Satz gesagt, das ist zum Glück hinterher ein bisschen untergegangen und der hat sie auch nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich bei dem, was hier gerade alles passiert, noch meine volle Leistung bringen kann. Das hat er schnell wieder sein lassen. Er hat sich voll reingehauen. Genau. Und er ist dann von der Südtribüne natürlich, das darf man auch nicht vergessen, so verabschiedet worden, wie es sich gehört. Aber das zeigt natürlich auch, Borussia Dortmund ist hart geblieben. Und man kann schon sagen, das ist jetzt für uns ein klassischer Wert. Du hast bei uns unterschrieben. Wir erwarten von dir, unabhängig davon, ob deine Spielerberater Kohle haben wollen oder nicht, dass du deine Leistung bringst. Und man kann sowas auch einfordern, ohne ein realitätsfremder Romantiker zu sein. Klar. Mentalität gefragt. Das war auch schon mal irgendwann mal ein Wort, was heute gefallen ist im Laufe der Diskussion. Ja. Bei Borussia Dortmund jammert man natürlich auf ein bisschen hohem Niveau. Man darf ja nicht vergessen, Champions League Achtelfinale ist erreicht. Man hatte immer noch Kontakt zu Champions League Plätzen. Im DFB-Pokal ist man auch eine Runde weitergekommen. Also man sucht natürlich dann gerne auch mal nach den Nuancen und Kleinigkeiten. Trotzdem ist die Personalie Thomas Tuchel sicherlich eine spannende und bleibt eine spannende. Nächste Woche sind wir wieder da mit Kicker TV, der Talk. Noch drei Sendungen in diesem Jahr 2016. Zudem haben wir noch eine Rückblicksendung dann am 22. Dezember. Das können Sie schon mal notieren, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen. Vielen Dank Ihnen hier für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank, meine Herren. Hat großen Spaß gemacht. Bis bald hoffentlich. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.